Darauf erstmal Prost. Prost. Seiner Meinungsfreiheit beraubt, muss Max seine Heimat von Neuem verlassen. Diesmal für immer. London. Reichste, größte, freisinnigste Metropole ihrer Zeit. Die letzte Zuflucht für politische Emigranten in Europa. Marx findet für seine Familie nur ein karges Quartier im damaligen armen Viertel Soho. Sein Honorar als Korrespondent einer deutschen und der größten amerikanischen Zeitung reicht bei weitem nicht. Und so wandert fast die gesamte Habe ins Pfandhaus. Selbst Mäntel, Schuhe und Jennys ererbtes Tafelsilber. Das müsste 200 Pfund bringen. Und sag dem Pfandleiher bitte noch, dass wir alles wieder auslösen werden, sobald wir wieder flüssig sind. Ach nein, feins Liebchen. Bitte. Nicht den. Das ist eine Reliquie. Lieber verzichte ich die nächsten Wochen auf... Du hast leicht reden. Die Mädchen trauen sich nicht mehr aus dem Haus, weil sie keine richtigen Schuhe haben. Lenchen kann zusehen, was sie auf den Tisch bringt. Überall lassen wir anschreiben und ich muss mich tagtäglich verstellen und den Vermieter belügen, damit er uns nicht hinauswirft. Mach doch ein einziges Mal die Augen auf. Jenny hat natürlich geklagt über die wirtschaftliche Bedrängnis, über die Unmöglichkeit, die Kinder medizinisch richtig zu versorgen. Sie hat ihrem Mann oft bittere Vorwürfe gemacht, dass er nicht imstande sei, seine Familie anständig zu ernähren. Aber letztendlich hat sie mit einer unerbittlichen, unerschütterlichen Treue zu ihrem unzuverlässigen Karl Marx gehalten. Sie hat wirklich an sein politisches Werk geglaubt. Zur schwersten Belastungsprobe für die Ehe wird die Schwangerschaft von Helene Demuth, der guten Seele im Haushalt. Jenny entgeht nicht, wer der Vater ist, ihr Ehemann. Für die Außenwelt übernimmt Engels die Vaterschaft. Es ist eine unglaubliche Lebenslüge, diese Vaterschaft auf Engels zu schieben, um die Ehe zu retten. Das muss man sich mal vorstellen. Selbst das hat Engels für seinen Freund auf sich genommen. Die Vaterschaft an diesem unehelichen Kind. Und nicht nur das. Kapital. Um die Not der Familie zu lindern, schickt Engels aus Manchester, wo er im väterlichen Zweigwerk arbeitet, regelmäßig Geld. Aus Furcht vor Diebstahl in halbierten Scheinen. Die Erträge aus dem Manchester-Kapitalismus sind die Rettung für den mittellosen Lebenskünstler Marx. Ohne die Subvention von Engels hätte Marx weite Teile seines Werks nicht fertigbringen können und auch Schwierigkeiten gehabt, bestimmte Krisenjahre zu überleben. Dann, nach langem Aufschwung, wird 1857 die Londoner Börse von einer Krise erfasst. Von New York ausgehend stürzen die Aktienkurse. Firmen gehen pleite, entlassen ihre Arbeiter. Auch Engels Anteile sind nur noch die Hälfte wert. Doch die Freunde frohlocken. Endlich ist sie da. Die Epidemie der Überproduktion. Nun, so erwarten sie, wird sich programmgemäß das Proletariat erheben. Jedes Mal, wenn eine Krise am Horizont sich abzeichnete, war Marx in völlig euphorischer Stimmung und dachte, jetzt beginnt eine neue europäische Revolution, wieder wie 48. Die Krise bringt die Gesellschaft wieder in den Ausnahmezustand, aus dem heraus Revolutionen entstehen. Doch die Krise verstreicht. Der Klassenkampf fällt aus. Gleichwohl zeigt Marx keine Scheu vor dem Tempel des Geldes. Der kritische Kenner des Kapitalismus spekuliert nämlich selbst. Mit amerikanischen und britischen Wertpapieren. Und das zahlt sich für ihn aus. 70, 80, 90, 400 Pound and 40 pence. Man darf schon etwas riskieren, um seinen Freunden das Geld abzunehmen, schreibt Marx. Nicht Aktiengewinne, sondern Erbschaften
Und Engelsspenden erlauben der Familie, in ein ansehnliches Reihenhäuschen umzuziehen. Dort leistet Max sich einen durchaus bürgerlichen Lebensstil. Privatsekretär und Klavierstunden der Töchter inklusive. Max lebte von Anfang an immer auf großem Fuß. Also das darüber beschwert sich bereits sein Vater, als er Student ist. Und das ist auch im englischen Exil so. Also eine persönliche Feindschaft gegenüber der Bourgeoisie hatte er nicht. Am wohlsten fühlt der Denker sich an seinem Hauptaufenthaltsort. In der britischen Nationalbibliothek, der damals bedeutendsten Büchersammlung, wühlt er sich durch das Wissen der Welt. Max konnte ins Britische Museum gehen, er hatte dort einen Arbeitsplatz, den er sozusagen permanent belegte. Und sobald ihm irgendetwas Neues unter die Augen kam, musste er das zunächst mal zur Kenntnis nehmen. Und so haben sich die Arbeiten manchmal jahrelang hingezogen, bevor sie zum Abschluss kamen. Also Marx hatte durchaus zwangsneurotische Züge. Wenn er sich einmal nicht in Privatfäden mit Andersdenkenden verzettelt, verzehrt der Autor sich in seinem Lebenswerk und vergisst die Welt um sich herum. Marx hat sich vorgenommen, die komplexen weltweiten Zusammenhänge von Kapital und Arbeit zu ergründen. Keine Streitschrift, wie er betont, sondern ein Triumph der deutschen Wissenschaft. Ein Polizeispitzel beschreibt pikiert seinen Lebensstil. Er führt ein wahres Zigeunerleben. Sehr oft bleibt er ganze Nächte auf, dann legt er sich mittags angekleidet aufs Kanapee, unbekümmert um die ganze Welt, die bei ihm frei aus- und eingeht. 1867, nach mehr als 15 quälerischen Jahren, ist das Manuskript endlich druckreif. Von einer geplanten Reihe wird nur der erste Band zu Lebzeiten erscheinen. Das Kapital. Für Kommunisten weltweit eine Bibel. Das Buch wirft einen radikalen neuen Blick auf das Geld und die Welt. Warencharakter der Arbeit ist einer der zentralen Begriffe, die wir mit Marx verbinden, die auf einen Punkt gebracht besagt, dass der Mensch vor allem etwas hat, was er anbieten kann. Das ist seine Arbeitskraft. Die muss er verkaufen, um zu überleben. Und derjenige, der diese Arbeitskraft kauft, hat in der Regel mehr davon als der sie verkauft. Marx beschreibt eine Welt, in der alles zur Ware wird. Er sieht auch voraus, wie sehr Maschinen Menschen einst ersetzen werden. Bald wird manche Prophezeiung Wirklichkeit. Aus dem neuen Heer der Fabrikarbeiter erwächst eine politische Bewegung. Auch im Deutschen Kaiserreich. Reichskanzler Bismarck bekämpft die Sozialisten, die noch für Jahrzehnte als vaterlandslose Gesellen verfemt sind. Gleichzeitig sollen seine Sozialgesetze die Not lindern und die Arbeiter mit dem Staat versöhnen. Marx hat die Lernfähigkeit des Kapitalismus unterschätzt. Statt zu verelenden, geht es den Arbeitern stetig besser. Statt in den Aufstand ziehen die Sozialdemokraten ins deutsche Parlament. Ihr theoretisches Rüstzeug aber haben sie von Marx. Was aus seinen Ideen wird, darauf hat der Vordenker keinen Einfluss mehr. Marx Wirken als Mitbegründer der sogenannten Internationalen, einem Netzwerk von Arbeiterbünden, bleibt sein letzter Ausflug in die praktische Politik. An seinem Lebensabend zieht sich der Denker zurück, veröffentlicht keine Zeile mehr. Dafür betreibt er Studien in allen Sparten der Wissenschaft, lernt neue Sprachen. Einer der letzten großen Universalgelehrten. Als Folge seines aufreibenden Lebenswandels wird Marx von allerlei Leiden gequält. Zu seinem großen Kummer erkrankt auch seine Frau Jenny an Krebs.
Tochter Eleanor schildert später den letzten gemeinsamen Tag. Nie werde ich vergessen, als er sich stark genug fühlte, in Mütterchens Stube zu gehen. Sie waren zusammen wieder jung und nicht ein von Krankheit zerrütteter alter Mann und eine sterbende alte Frau, die voneinander Abschied nehmen. Marx hat ja bei aller Liebe nicht gespart gegenüber Engels mit zynischen Bemerkungen über Familienleben und Ehe. Aber als es dann tatsächlich so war, dass er keine Frau mehr hatte, da war er ein gebrochener Mann und hat immer wieder gesagt, dass ihm das Beste aus seinem Leben genommen worden sei. Ende 1881 stirbt die Frau seines Lebens, Anfang 83 auch ihre älteste Tochter. 2 Monate später folgt ihnen Karl Marx in den Tod. In diesem Sessel, wie so oft, am Schreibtisch. An seinem Grab auf dem Londoner Highgate-Friedhof finden sich ganze 11 Trauergäste ein. Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk. Ruft Friedrich Engels dem Freund zum Abschied nach. Und sollte damit recht behalten. Lange nach dem Tod des Urhebers geht die Saat seiner Worte auf. Dort, wo Marx es am wenigsten erwartet hat. Im russischen Agrarland errichtet sein Bewunderer Lenin 1917 eine Diktatur des Proletariats. Entlehnt von Marx, dessen Schriften er nur zum geringsten Teil kennt. Fragmente der Theorie werden zum Gütesiegel für eine Gewaltherrschaft, wie Marx sie niemals gebilligt hätte. Auch Nachfolger Stalin, der menschenverachtende Tyrann, versteht sich als Erbe von Marx. Nach Maos Machtantritt in China wird die Hälfte der Menschheit von Regimen regiert, die sich auf den deutschen Denker berufen. Doch der hat einmal listig vorgebeugt. Ich kann nur eins sagen. Ich bin kein Marxist. Marx ist eine Figur der europäischen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts. Der sowjetische und auch der chinesische Kommunismus sind Produkte der großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Und wenn Sie das Etikett Marx nicht gefunden hätten, dann hätten Sie wahrscheinlich ein anderes Etikett gefunden. Am Ende scheitert das monströse Experiment, das gleichwohl seinen Namen trägt. Ist mit dem Fall von Mauern und Ideologien auch der Vordenker erledigt? Es gibt Aspekte, die in eine undemokratische Richtung verweisen bei Marx. Was aber nicht heißt, dass nicht bestimmte Fragen, die Marx gestellt hat, uns heute nach wie vor beschäftigen. Und das ist in erster Linie die Frage nach der Instabilität unseres Wirtschaftssystems. Diese Frage hat ihn umgetrieben und sie treibt uns heute immer noch um. Vieles, was Marx analysiert hat, klingt aktueller denn je. Jeder Aktienschwindler weiß, dass das Unwetter einmal einschlagen muss. Aber jeder hofft, dass es das Haupt seines Nächsten trifft. Nach uns die Sintflut ist der Wahlspruch jedes Kapitalisten. Marx hat keine Antworten auf unsere Krise, aber er zeigt uns, dass es Sinn macht, uns mit unseren Problemen, mit unserer Krise fundamental auseinanderzusetzen. Und Marx zeigt, wie man sowas macht. Marx ist die Methode, nicht die Antwort. Und wie es aussieht, wird Karl Marx uns weiterhin erhalten bleiben. Als Welterklärer und als Schreckgespenst. Das Buch und die DVD-Box.